Hallo Leute, mein Name ist Trotzkidesu und herzlich willkommen zu Let's Play Japanische Schriftzeichen. Flieg, Dracula! Ja, ich weiß, dass Parodius der Soundtrack größtenteils aus klassischen Musikstücken besteht, die remixed wurden. Das ist in Japan sehr beliebt. Ebenso wie das Spiel wegen seinen Bossen-Kultstatus hat. Und da ist der erste Endboss, ein Panda-Bär. Im Ballerina-Kostüm, mit einem Schwan auf dem Kopf, den wir abballern sollen. Also ich weiß nicht, was diese Macher genommen haben, aber ich hätte gern ein bisschen davon ab, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Und ja, jetzt sind wir in einem riesigen Gewinnspielautomaten und halten Leute davon ab, zu gewinnen. Wusste doch, dass da irgendwas nicht ganz mitstimmt. Mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Wow! Eine Katze. Ich will dich nicht abschießen, Katze. Ich mag Katzen. Und dir scheint das auch noch zu gefallen. Masochistenkatze. Was ist denn jetzt los? Eine Meerjungfrau. Und sie lacht uns aus. Lach uns nicht aus, Meerjungfrau. Das haben wir nicht verdient. Wow. Böse Meerjungfrau. Ja, das gefällt dir, ne? Ich wusste doch, du stehst drauf, wenn ich dir ins Gesicht spritze. Shishikaru. Was jetzt? Wow. Was ist das? Wow, Gefälle. Was hatte das also gerade zu bedeuten? Shit! Verdammte Hacke. Komm schon, Higurashi. Lass mich jetzt nicht im Stich. Jetzt bin ich hier extra runtergeflogen, um genau das zu vermeiden. Okay, diesmal sind wir sogar schon ein 2 Millimeter weiter. Toll. Also kommt jetzt nochmal diese wundertolle Maschine hier. Ja, ich nehme Michael, weil ich diesen Boss für den so viele Anläufe gebraucht habe, dass ich gesagt habe, eher lernen Schweine fliegen, als dass ich den schaffe. Und ja, das tun sie jetzt natürlich auch. Ich hoffe nur, ich leiste mir jetzt keine Epic Fails hier. Ich tu's, wieso tue ich das? Ein Hasenmädchen mit Fächer. Wow, wow, wow. Und sie greift uns an, indem sie Hasen beschwört. Ey, ich dachte doch immer, Hasen sind lieb. Nein, Hasen sind nicht lieb. Hasen töten. Und da ist sie tot. Yikes, und jetzt erfahren wir, wer sie wirklich ist. 2 Pinguine mit einer Karaoke-Maschine. Hornissen. Ich mag keine Hornissen. Seht ihr, warum ich keine Hornissen mag? Weil es kann ja eigentlich nicht angehen, dass ich meine Faulheit dadurch unterstütze. Auf der anderen Seite wollte ich mir das einfach nicht antun. Das darf nicht wahr sein. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Wenn das so weitergeht, mache ich das echt nochmal. Entschuldigung. So. Verwende gerade diese Babyschritt-Methode. Oh, jetzt sehen wir auch das Gesicht der Tänzerin. Wow. Hübsch sieht sie ja nicht gerade aus. Ich hätte es nicht sagen sollen. Man macht einer Dame nur Komplimente. Also, Tänzerin. Ich weiß nicht, wie ich dich nennen soll. Du siehst toll aus. Du siehst wunderbar aus. Willst du meine Freundin werden? Ja. Hoffentlich nimmt sie mir das jetzt ab. Ja. Nein, sie nimmt es mir nicht ab. Da kommt was. Ein Oktopus. Shoot. Ja, jetzt kann ich aber mal unsere Bombe hier verbraten. Okay.
Ja, Koizu hat die böse Oktopusfrau besiegt und findet den Schatz. Es ist eine Bombe. Moment, was sagt die? Das geht zu schnell, so schnell kann ich Japanisch nicht lesen. Und da ist der Tanzpalast explodiert. Nein! Wir haben es gerade geschafft und jetzt sind wir gestorben. Nein! Ich bin Trotzki Desu und damit bis zum nächsten Mal.